Nityananda. Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gaura Bhakti Vrinda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Sri Madhura Vrindavan Dham Ki Jai. Sri Navadvipa Mayapur Dham Ki Jai. Sri Purushottama Kshetra Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON International Ki Jai. Gauradhish Dham Ki Jai. Gangamai Yamunamai ki jai, Bhakti Devi Tulasi Devi ki jai, Shri Shri Gunitai Arinam Sankirtanya ki jai, ISKCON Vabmano Guru Vrinda ki jai, Granthar Vrishimam Bhagavatam ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Vaishnava Seva ki jai, Shri Harinam Prabhu ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthamudu. Srimati Bhakti Bhushana Swami Prabhupada Susamandaya Samadha Guru Satyari Sri Sri Sri. So spreche ich in Deutsch oder in Englisch? Deutsch. Da muss man aber für Shrila Kavani Mataji übersetzen. Okay, okay. So, herzlich willkommen zur heiligen Srimad Bhagavatam Klasse, wo wir den Nektar hören von den vedischen Schriften, die Creme de la Creme, das reinste aller, die reinste aller Schriften. Und worüber wir uns sehr glücklich schätzen können. Bevor wir anfangen, wollen wir noch aus dem Transzendentalgebuch lesen. Reisen mit seiner göttlichen Gnade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, November 1975 bis April 1976 von Harishauri Prabhu. So, Srila Prabhupada ist hier immer noch in Sri Vrindavan. Und zwar am 2. Dezember 1975. He ended each letter with, I hope this finds you well, and the epithet, your ever well wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami. Each day after taking dictation, Hangsaduta types the letters and later in the evening places them on Prabhupada's desk. Each one is clipped to an addressed envelope, a carbon copy, whatever enclosure there might be, and the letter being replied to. In the night, Prabhupada reads and signs them. They are mailed the next day. Toward the end of the massage, Akshayananda Swami came up to the roof. He requested Prabhupada to allow Prituputra to be initiated into the renounced order of life, joining in the ceremony already arranged for the two brahmacharis from the Bombay temple. Lokanath and Sridhar, who are to be awarded sannyas tomorrow. Prabhupada asked, why does he want to be a sannyasi? Akshayananda replied very simplistically, to increase his preaching. Prabhupada seemed to find his answer rather trite, so Akshayananda Maharaj assured him that Prituputra was already living apart from his wife and preaching enthusiastically with the Vrindavan Sankirtan party. Prabhupada was still somewhat skeptical and wanted more confirmation of his worthiness for sannyas. He suggested that Prituputra travel in America with the Radha Damodar party under Tama Krishna Goswami for a year and get trained up. But Akshayananda Maharaj persisted. He said that Prituputra had been in India for many years and was not thinking of leaving. Because Akshayananda Maharaj attested to his dependability, Prabhupada finally agreed. Okay, we'll stop here. Since there's a natural ending. So here, apparently, Srila Prabhupada is just finishing his letters. Also hier beendet Srila Prabhupada seine Briefe, die er tagtäglich schreibt und dann, wie wir hier gehört haben, abends nochmal durchliest. Und am Ende der Massage kam Akshayananda Swami Maharaj auf das Dach und bat Srila Prabhupada darum, auch Prituputra Prabhu in den Sannyas Stand zu erheben. Denn am morgigen Tag würde, also am nächsten Tag, würde eine Sannyas-Anweihung für Lokanath und Sridhar
stattfinden. Und Srila Prabhupada war erstmal sehr skeptisch und wollte noch mehr Bestätigung, dass er dessen auch wert sei. Und darum schlug er vor, dass dieser Prithu Putra Prabhu erstmal in Amerika mit der Radha Damodar Party unter Tamakrishna Goswami herumreist und trainiert wird. Das ist eine Sankirtan-Party, Traveling Sankirtan-Party. Und da trainiert wird. Aber weil Akshayananda Maharaj darauf so bestand, sozusagen, und sagte, ja, der ist sehr zuverlässig, dann stimmte Srila Prabhupada dann doch noch zu. Möchtet ihr dazu etwas sagen? Was ist euch da besonders aufgefallen? Richtig. Das ist ein gutes Training, die Bildgestalten zu verehren. Im Dienst der Bildgestalten beschäftigt zu sein, denn dann werden wir trainiert in Sauberkeit. Nicht nur äußere Sauberkeit, sondern auch innere. Ne? Weil da kannst du nicht alles Mögliche denken, wenn du da beschäftigt bist. Da musst du dann deinen Geist fokussieren. Das ist etwas sehr Diszipliniertes, eine sehr disziplinierte Tätigkeit. Wenn man zum Beispiel die Detis badet, sonntags werden die hier immer gebadet, in manchen Tempeln auch täglich. Da muss man genau wissen, welche Reihenfolge, was man dann opfert, wie man was opfert, welche Mantren und Mudras man dazu zeigt, gegebenenfalls, was man da für Sanskrit-Symbole malen soll oder was weiß ich, alles Mögliche. Da gibt es so viele Regeln und Regulierungen in der Fähre und der Bildgestaltung. Das ist ein super Training. Es geht ja darum, bewusst zu sein. Erstmal sollen wir bewusst sein und dann Krishna bewusst. Ja. Und Tugend zu kultivieren, wie Mataji Krita Kavani sagte, wie wir das hier von Srila Prabhupada lernen können. Srila Prabhupada war so ordentlich, der musste nicht seine Briefe da suchen, ne? Wo war jetzt der Umschlag, wo war die Adresse oder so, wie wir manchmal vielleicht mit unseren Sachen umgehen, fliegt das erst ins Zimmer rum oder irgendwo runter oder so. Nee, das war alles sehr ordentlich zusammengeheftet. Ne? Der Brief, die Antwort, der fertige frankierte Umschlag, dann hat Srila Prabhupada das dann nochmal durch, nachdem er schon die Antwort diktiert hatte sozusagen. Und dann wurden die erst versendet am nächsten Tag. Wie gewissenhaft. Da gibt es einen interessanten Spruch in Deutschland. Das heißt, der Teufel liegt im Detail. Vielleicht kennt ihr dieses Buch von Stephen King, S, das mit so einem Clown. Und der schreibt auch, also es ist ein bisschen so eine andere Richtung, aber zum Teufel liegt im Detail. Der schreibt darüber, wie der Teufel so Leuten kleine Gefallen abverlangt und denen dafür einen Wunsch erfüllt, sozusagen. Und da benutzt er aber diese vermeintlich kleinen Gefallen, um großes Böses zu kreieren. Leute umzubringen, alles Mögliche zu machen. Und genauso entgegengesetzt liegt auch die Liebe im Detail. Wenn man Krishna lernt, mit Liebe und Hingabe zu dienen, da werden wir mehr und mehr trainiert. Auch die richtige Haltung zu haben im Geist, auch mit dem Herz dabei zu sein. Zum Beispiel, wenn man etwas Schönes für Krishna kocht, dass man meditiert, dass man Srimati Radharani assistiert. Oder Mutter Yashoda, die für Krishna kocht. Und wie würden Sie das jetzt hier zubereiten oder so, ne? Und zu ihm betet und so weiter. Das ist sehr viel innere Kultivierung, sehr viel innere Kultivation. Also die Liebe zeigt sich auch im Detail. Genauso beim Chanten, ne? Das ist etwas, was total praktisch und relevant ist für uns. Da müssen wir auch aufmerksam sein, ne? Jetzt sind wir wieder in diesen automatischen drin und wir hören einfach nur die Klangschwingung, aber der Geist, der wandert überall rum.
Und das kann man auch sehen, ne? Dann geht der Blick überall hin. Oder man rennt auf und ab, weil der Geist so rastlos ist. Oder, ne? Ich rede jetzt von mir. Ich kenne das von mir sehr gut. Oder man fängt an so rum zu irgendwas, ne? Dann streikt man sich oder alles Mögliche. Ne? Das zeigt, dass der Geist nicht fokussiert, nicht konzentriert ist. Das mag verschiedene Gründe haben. Ne? Zum Beispiel die Disziplin am Vortag. Wann ist man schlafen gegangen? Ist man zu spät in die Heia gegangen? Ne? Dann kämpft man mit der Müdigkeit. Ne? Macht man Vergehen. Dann schläft man halb ein bei der Japanne. Oder hat man vielleicht irgendwas gegessen, was zu heavy war oder so, der Körper verdaut das immer noch, da kann man auch nicht richtig sich konzentrieren. Da gibt es auch eine Weisheit in Deutschland, die sagt, ein voller Bauch studiert nicht gern. Und das kann ich bestätigen, vielleicht kennt ihr das auch. Ne? Das sind lauter so Lebensweisheiten, die haben eine wichtige Essenz drin, enthalten. Da können wir viel von lernen. Ja, super, vielen Dank, so ein schöner Kommentar. Möchtest du dazu noch etwas ergänzen, Krita Kavali Mataji? Я бы ты. Случилось так, что я потеряла свои четки, которые получила при инициации. Как бы не то, чтобы я перед тем, как идти в туалет, я отдала средней дочери, она отдала на раннюю. В туалет, и я отдала на раннюю. Был маленький, ему было года 4, он потерял. Ой. Я не могла уже найти. Фестиваль, большой очень фестиваль, там где были тысячи людей. Фестиваль был вот. И я повторяла мантру на тех четках, которые начитал Шрила Гурудев Радхарам. Да, да. Она однозначно и очень быстро ответила. Нужно срочно, чтобы гуру начитал еще одни четки. Вот я такой бежать. Гуру бит не заходит, а я нох мой айн джапан мала говорю, ну как, ну где, где я возьму четки, где я возьму гуру, которую я читаю. Во, лимит мой гуру, я сон. Она все устроила, она мгновенно позвонила преданным, которые ехали в это время, преданным из нашего города, которые ехали на другой фестиваль. Они как раз были в это время на пароме, на границе, и это был последний момент, чтобы с ними связаться.
Она попросила этих преданных купить чётки от этих Шри Гурудеву, чтобы он начитал. Ученик, ну, они подошли к ученику Гурудева, ну, слуге, и слуга отказался. Тогда они упали в ноги, лично гуру подошли и упали к нему в ноги и попросили, сказали, что вот очень хорошая преданная. Пожалуйста, читайте ей еще раз. Она не виновата. И гуру сказал, что я вообще никому не начитываю повторно четки. Но если преданные так настойчиво просят, то читаю. И с тех пор я очень, очень берегу их. История о том, как по милости преданных можно Ja, vielen herzlichen Dank für diese schöne Geschichte. Ich habe tatsächlich auch sowas in der Art erlebt. Ich habe auch meine Japa verloren, als ich hier das erste Mal ausgezogen bin aus dem Tempel. Habe ich die im Zimmer gelassen mit meinen anderen Sachen. Und als ich dann wiederkam, nach langer Zeit, dann war das alles weg. Sämtliche Tagebücher, meine Japa, alles war einfach so. Und dann habe ich meinen Guru auch gefragt, bitte, kannst du doch mal eine Japa schalten? Und er hat tatsächlich dann ja gesagt. Hat aber auch, glaube ich, gesagt, normal macht er das nicht. Und so, bitte, bitte, bitte. Ne, das zeigt, wie wichtig die Barmherzigkeit ist, ne, vom spirituellen Meister, von den Devotees. Ne? Sridhar Kamani Mataji hat damit angefangen, zu erzählen, wie diese, also sich darauf zu beziehen, wie Akshayananda Swami so plädierte für diesen Pritu Putra Prabhu, dass er denn doch noch Sannyas bekam. Und sie sagte, naja, durch die Barmherzigkeit der Devotees kann man alle möglichen guten Sachen erreichen. Ne? Das stimmt. Ich glaube, wir haben neulich auch im Nektar der Unterweisung, im Nektar der Hingabe gelesen, dass sogar dass der Guru manchmal sogar wegen der Barmherzigkeit der Devotees einen unqualifizierten Schüler auch annimmt. Der Guru nimmt manchmal auch einen unqualifizierten Schüler an. So, ne? Aus großer Barmherzigkeit. Das muss bei mir in meinem Fall auch der Fall gewesen sein. Ich weiß auch nicht, womit ich das verdient habe. Irgendwie. Das passt auch sehr schön zu dem Thema heute, Wertschätzung zu haben für das, was man bekommt. Und auf der anderen Seite Bedauern zu fühlen, wenn man etwas nicht gut nutzt, sozusagen. So, damit kommen wir jetzt zum Srimad Bhagavatam. Heute lesen wir aus dem 5. Kanto des Srimad Bhagavatams, Kapitel 18, Text 22. Wir waren doch schon im 19. Kapitel. Wieso ist das jetzt hier 18. Kapitel? Waren wir nicht schon im 19. Kapitel gewesen? Muss ich mal fragen weiter? Ah ja, dann habe ich mich für den falschen Vers vorbereitet. Anyway, dann lesen wir den einfach. Ich habe mich jetzt für ein Kapitel weiter den Vers vorbereitet, aber wir gucken mal, wie das zusammenpasst. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om
Sanskritya Narancha Narutaman Devim Sarasvatim Vyasam Tatujaya Mudirayet Srimvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantasto Yavadrani Vidunoti Saritsatam Nashtapayeshva Vadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shruti Bhakti Bhakti Bhakti. Bevor man aus dem Srimad Bhagavatam vorliest, sollte man Narayan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Sarasvati Devi, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasa, dem der Verfasser, seine achtungsvollen Ehrbietungen darbringen. Shri Krishna, der der Paramatma, die Überseele im Herzen eines jeden und der wohlmeinende Freund des aufrichtigen Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellen Genuss aus dem Herzen desjenigen, der sich an seinen Botschaften erfreut. Diese Botschaften sind in sich selbst tugendhaft, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Wenn man regelmäßig aus dem Srimad Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und der transzendentale, liebevolle Dienst für den glorreichen Herrn, der mit erlesenen Gebeten gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Also fünftes Kapitel, fünfter Kanto, Srimad Bhagavatam, Kapitel 18, die Gebete der Bewohner von Jambudvip, Text 22. Matraptaye jesha sura sura rayas. Matraptaye jesha sura sura rayas. Matraptaye jesha sura sura rayas. Tapyanta ugram tapa aindriye diya. Tapyanta ugram tapa aindriye diya. Tapyanta ugram tapa indriye diya. Vidhe bhavat para parayana nama. Vidhe bhavat para parayana nama. Vindantyat aham tvat. Driraya yato jita. Vindantya hang tvat driraya yato jita. Mat prapta ye jesha sura sura rayas. Tapyanta ugram tapa indriye dhiya. Vidhe bhavat para parayana nama. Vidhe bhavat para parayana nama. Vindantya hang tvat nridaya yato jita. Vindantya hang tvat nridaya yato jita. Ma prapta ye jesha sura sura rayas. Tapyanta ugram tapa indriye diya. Vidhe bhavat para parayana nama. Vindantyaham tvat nridhaya yato jita. Mat prapta ye jesha sura sura dayas. Tapyanta ugram tapa indriye diya. Tapyanta ugram tapa indriye diya. Iti bhavat pada parayanan namam. Iti bhavat para parayana namam. Vindantya hang tvat nridaya yato jita. Matraptaye jesha sura sura dayas.
Ma prapta ye jesha sura sura rayas. Tabyanto vrang tapa indridya. Ite bhavat pada parayana nama. Vindantyam tvadrivaya yato jita. Mat praptaye. Meine Barmherzigkeit zu erlangen. Aja. Brahma. Isha. Shiva. Sura. Die anderen Halbgötter. Die von König Indra, Chandra und Varuna angeführt werden. Chandra und Varuna. Asura Adaya, sowie auch die Dämonen. Tabyante, nehmen auf sich. Ugram, harte. Tapaha, Entsagung. Aindriya, deren Geist in Gedanken an höhere Sinnbefriedigung vertieft ist. Rite, wenn nicht. Bhavat para parayanar. Jemand, der sich mit Leib und Seele im Dienst der Lotusfüße des höchsten Herrn betätigt. Na, nicht. Mam, mich. Vendate, erlangen. Aham, ich. Tvat, in dir. Hidayaha, deren Herzen. Yataha, deshalb. Ajita, o Unbezwingbarer. Übersetzung und Erläuterung von seiner göttlichen Gnade. Srila Prabhupada Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Gita. O höchster, unbezwingbarer Herr, wenn Brahma und Shiva und auch die anderen Halbgötter und Dämonen von Gedanken an materiellen Genuss übermannt werden, nehmen sie schwere Bußen und Entsagungen auf sich. Doch ich gewähre niemandem meine Gunst, wie groß auch immer er sein mag, wenn er sich nicht unablässig im Dienst deiner Lotusfüße betätigt. Weil ich dich immer in meinem Herzen bewahre, kann ich niemandem außer einem Gottgeweihten meine Gunst schenken. Sehr schön. In diesem Vers sagt die Glücksgöttin Lakshmi Devi klar, dass sie keinen materialistischen Menschen ihre Gunst schenkt. Obwohl ein Materialist manchmal in den Augen eines anderen Materialisten sehr reich wird, bekommt er diesen Reichtum von der Göttin Durga Devi, einer materiellen Erweiterung der Glücksgöttin, nicht von Lakshmi Devi selbst. Diejenigen, die sich materiellen Reichtum wünschen, verehren Durga Devi mit dem folgenden Mantra: Danang Dehi Rupam Dehi Rupapati Bhajan Dehi. O verehrungswürdige Mutter Durga Devi, bitte gib mir Reichtum, Stärke, Ruhm, eine gute Frau und so weiter. Wenn man die Göttin Durga erfreut, kann es sein, dass einem diese Segnungen gewähren werden. Doch da sie zeitweilig sind, führen sie nur zu Maya-Sukha, trügerischem Glück. Wie von Prahlad Maharaj bestätigt wird, Maya-Sukhaya Bhadang Utvahato Vimudhan sind diejenigen, die sich um materieller Vorteile willen sehr abmühen, Vimudhas, törichte Schurken. Denn solches Glück ist nicht von Dauer.
Andererseits erlangten gottgeweihte wie Prahlad und Dhruva Maharaj außergewöhnlich großen materiellen Reichtum. Doch dieser war nicht Mayasukha. Wenn ein Gottgeweihter zu beispiellosem Reichtum kommt, so ist dieser ein direktes Geschenk der Glücksgöttin, die im Herzen Narayanas wohnt. Die materiellen Reichtümer, die ein Mensch erwirbt, indem er der Göttin Durga Gebete darbringt, sind vergänglich. Wie es in der Bhagavad Gita 7,23 heißt, wünschen sich Menschen mit kümmerlicher Intelligenz zeitweiliges Glück. Antavatu palangte sham tatavati alpamedasam. Wir haben selbst erlebt, dass einer der Schüler, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, den Besitz seines spirituellen Meisters genießen wollte, und da ihm dieser barmherzig war, gab er ihm den vergänglichen Besitz, nicht aber die Fähigkeit, die Bewegung Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhus durch Predigen auf der ganzen Welt zu verbreiten. Diese besondere Gnade, die Fähigkeit zu predigen, wird einem Gottgeweihten gewährt, der von seinem spirituellen Meister nichts Materielles will, sondern ihm nur dienen möchte. Die Geschichte des Dämons Ravana illustriert diesen Punkt. Obwohl Ravana die Glücksgöttin Sita Devi zu entführen versuchte, der unter dem Schutz Sri Ramachandras stand, gelang ihm dies nicht. Die Sita Devi, die er unter Gewaltanwendung entführte, war nicht die echte Sita Devi, sondern eine Erweiterung Mayas, Durga Devis. Die Folge war, dass Ravana und seine ganze Familie, statt die Gunst der echten Glücksgöttin zu erlangen, durch die Macht Durga Devis vernichtet wurden. Srishtesthite pralaya sadhana shakti eka. Ich werde nochmal den Vers und die Übersetzung lesen. Kann ich bitte eine deutsche Bhagavad Gita haben? Vielen Dank. Matprapta ye jesha surasa radayas tapyanta ugang tapayendri yediya. Vielen Dank. Rite bhavat para parayana namang vendantyahang tvatndritaya yaturita. O höchster, unbezwingbarer Herr, wenn Brahma und Shiva und auch die anderen Halbgötter und Dämonen von Gedanken an materiellen Genuss übermannt werden, nehmen sie schwere Bußen und Entsagungen auf sich. Doch ich gewähre niemandem meine Gunst, wie groß auch immer er sein mag, wenn er sich nicht unablässig im Dienst deiner Lotusfüße betätigt. Weil ich dich immer in meinem Herzen bewahre, kann ich niemandem außer einem Gottgeweihten meine Gunst schenken. So. Hier hören wir jetzt von Srimati Lakshmi Devi, wie man ihre wirkliche Gunst erlangen kann. Und zwar durch die Gebete, die sie dem Herrn Narayan darbringt. Und sie sagt in diesen Gebeten, dass sogar große Halbgötter wie Lord Brahma, der Schöpfer des Universums, und Shiva, der Zerstörer des Universums, sowie auch alle anderen Halbgötter wie Indra, Chandra, Varuna und so weiter und die Dämonen, wenn sie von Gedanken an materiellen Genuss inspiriert oder übermannt werden, manchmal sehr schwere Bußen und Enthaltungen auf sich nehmen, aber dass selbst wenn sie etwas materielles Glück genießen, ihnen dieses nicht von Lakshmi Devi gegeben wird, sondern von Durga Devi. Und dass dieses Glück daher zeitweilig ist. Und Srila Prabhupada führt in diesem Zusammenhang das Beispiel von Ravana an. Ravana war ein großer Verehrer von, wer war das, Lord Brahma? Ich glaube, Lord Brahma war das, ne? Er war ein großer Verehrer von Lord Brahma. Brahma, ich glaube Brahma. Und denn das Resultat davon war, dass er, anstatt die echte Gunst der echten Glücksgöttin zu erlangen, durch die Macht Durga Devis vernichtet wurde. Man muss dadurch sagen, dazu in den Zusammenhang noch anführen, dass er versuchte nicht unbedingt ihre Gunst auf positive Art und Weise zu erlangen, sondern er entführte sie einfach. Also er kidnappte sie und sie war natürlich darüber sehr traurig, ne? Sehr upset. Das ist nicht die Art und Weise, wie man eine Gunst erlangt. Vielleicht kann man dazu anführen, dass in ähnlicher Weise materialistische Menschen auch versuchen, eine Abkürzung zu nehmen. Sie versuchen auch einfach zu genießen. Ne? Das ist zumindest das Anliegen. So einfach wie möglich, so viel wie möglich, so schnell wie möglich, oder?
Und was ist das Resultat? Das kann man jetzt sehen. Herzlichen Glückwunsch. Was die Gesellschaft jetzt gerade ausbaden darf. Ne? An Krankheiten, politischen Gegebenheiten und so weiter. Srila Prabhupada, der spricht in dem Zusammenhang von einer Gesellschaft von Betrügern und Betrogenen. Und er sagt zum Beispiel auch, im Zusammenhang mit Indien, denn dann gibt es einige große Yogis und Swamis und manche erklären sogar sich selbst für Gott. Oder die Nachfolger von denen erklären sie für Gott. Da sagt er, das gibt ja so viele. Aber ne, die werden in die Irre geführt, weil sie einfach bestimmte Dinge haben wollen. Und meistens ist es materiell. Zum Beispiel Reichtum, Gesundheit, Ruhm. Wie wir hier gehört haben in dem Gebet von Durga Devi. Oh Durga Devi, bitte gib mir Reichtum, Macht, Ruhm, eine schöne Frau. Ich habe gedacht, okay, wie lange geht die Liste noch? Eigentlich könnte die noch viel länger sein, oder? Das Problem ist, wenn wir versuchen, Glück im Äußeren zu finden, durch das Konsumieren von den Sinnesobjekten, das bedeutet technisch gesehen, die Sinne werden mit den Sinnesobjekten in Kontakt gebracht, wie das, der Magnet und das Eisen. Das ist sehr begrenzt. Auch ist es eine sehr stumpfe Art zu genießen. Srila Prabhupada, habe ich mich erinnert, der hat in dem Zusammenhang mal angeführt. Das ist wie wenn man total schwer bekleidet ist, wie jetzt im Winter mit Mantel und alles Mögliche, und man versucht so Sex zu genießen. Zum Beispiel. Ne? Das funktioniert nicht, weil da sind so viele Schichten und alles, das ist alles sehr störend, oder? So in ähnlicher Weise haben wir so viele Bedeckung, dass wie ein Handschuh, wenn man einen Handschuh über die Hand stülpt, dann verringert sich auch die Sensibilität, ne, dafür, was man anfasst zum Beispiel. Okay, es gibt so Handschuhe, die haben zum Beispiel für so Smartphone-Benutzung oder so Kontaktflächen, kennt ihr das? Irgendwie sowas wie Gummi oder was da dran ist, ich weiß nicht genau speziell, was das ist, aber dass man das Smartphone bedienen kann, weil sonst funktioniert das nämlich nicht. Habe ich auch schon ausprobiert. Mit einem normalen Handschuh das Smartphone zu bedienen, das kannst du vergessen. Da kann das noch so kalt draußen sein, da muss man den Handschuh halt ausziehen, wenn man das machen will. So in ähnlicher Weise sind die Sinne als Ventile für Energie sozusagen auch dafür ausstaffiert, uns ein gewisses Maß von Glück zu geben. Aber das ist nur ein sehr kleines Glück. Und in der Bhagavad Gita erklärt Lord Shri Krishna, dass die Weisen, jene, die wirkliche Intelligenz haben und keine törichten Schurken, keine Vimudhas sind, ne, wie Srila Prabhupada in der Erläuterung erklärt hat. Vimudha bedeutet Esel. Und Vimudha im Sanskrit, Vi, bedeutet sozusagen nochmal verstärkt. Also absolut törichte Esel sozusagen. Ne. Die versuchen trotzdem auf diese Weise Glück zu finden, das andauert. Und deswegen haben wir auch schon oft gehört in diesem Zusammenhang, das ist gleich wie ein Tier, das in die Wüste rennt, weil es eine Oase sieht von einer Luftspiegelung und denkt, das Wasser. Auf die gleiche Art und Weise, wie das Tier in die Wüste rennt und das Wasser, das Vermeintliche, sich immer weiter entfernt, bis das Tier dann irgendwann verdurstet und verendet, elendig verreckt, mitten in einer heißen Wüste, völlig alleine. So ist es auch mit unserem materiellen Leben. Wir können auch auf der Strecke bleiben, wenn wir immer versuchen, im Äußeren zu genießen. Weil das ist wie Luftschlösser zu bauen. Habt ihr schon mal eine Sandburg gebaut, wenn ihr am Strand wart, irgendwo im Urlaub oder so? Ne? Wenn man die zu nah am Wasser baut, dann ist den nächsten Tag da keine Sandburg mehr. Weil die Flut kommt ja auch, ne? Die Ebbe und die Flut und so weiter. Wenn nicht vorher schon irgendwelche ne, Halunken oder Rauchbolde die Burg zerstören oder so. Ne? Kann auch passieren. Ne? So ist das mit dem materiellen Genuss. Es gibt zweifellos ein bisschen Geschmack, ne? Aber dieses Glück, das wird verglichen mit der Quelle von Leid für einen weisen Menschen. Und der weise Mensch schöpft nicht aus diesen Quellen des Leides, weil er weiß, es ist zeitweilig, das ist letztlich auch leidvoll. Moritz, was denkst du? Und wie spezifisch ist das relevant für dein Leben, für deine Erfahrung? Kannst du da etwas zuordnen? Ja, das ist ja so. Ich kenne das ja vom Bücherverteilen, dass man zum Beispiel dann Leute oder
denen es unbedingt geben will, obwohl die es nicht wollen. Oder einfach. Oder auch ganz andersrum zu sagen, dass man sich dann nicht traut, zu sagen, kannst du bitte eine höhere Spende geben, obwohl es einfach das Gut wert ist. So, ne? Das sind so meine Themen. Mhm. Das ist, ist auch materiell, oder? Was denkst du denn? Ich denke schon, ja. Mhm. Und kannst du das belegen? Bitte? Kannst du das belegen? Nicht direkt, aber es ist leidvoll. Da, ja. Denk mal an die Bhagavad Gita. Liest du die Bhagavad Gita? Liest du die Bhagavad Gita? Nein, ja. Aber du hast sie schon gelesen. Ja. Bestimmt 1, 2, 3 Mal oder so. Zweimal. Versuch mal, dich zu erinnern, welche Verse in der Bhagavad Gita in dem Zusammenhang relevant sein können. Ein bisschen was bleibt ja doch immer hängen. Ja, schön. Das werden nur alle so sein. Kann einer von euch aushelfen? Außer Ekayani? Außer unsere Panditji? Okay. Kämpfe um des Kampfes willens, ne? Und sei nicht angehaftet an die Früchte deiner Tätigkeiten. Du hast ein Recht, deine vorgeschriebene Pflicht zu erfüllen, aber nicht das Recht, die Früchte zu genießen. Da gibt es viele verschiedene Zitate. Im 2. Kapitel der Bhagavad Gita, da findet ihr auch sehr schön eine Ausführung von Krishna. Ich habe mir das auch hier notiert. Ich kann einmal überwechseln zu den Notizen, die ich mir eigentlich für die heutige Klasse, welche sich ein Kapitel weiter befindet, gemacht habe. Aber das ist auch sehr interessant, weil im Grunde genommen passt das auch zu diesem ganzen Thema. Kämpfe um des Kampfes willen, ohne Glück oder Niederlage zu betrachten, ohne Gewinn oder Verlust, Sieg oder Niederlage. Auf diese Weise wirst du nie Sünden begehen. Das bedeutet, auf diese Weise werden wir nicht in Karma verstrickt. Okay, gibt es soweit dazu Fragen? Sonst würde ich einfach jetzt überwechseln. Ja. Was heißt denn das dann jetzt konkret wegen dem Sankirtan, wenn einer eigentlich eine zu kleine Spende für das Gut gibt? Ist es denn dann materiell zu fragen, ob er mehr, also ob er mehr geben kann oder soll er sich so geben? Was denkst du denn? Ich persönlich würde es ihm dann so geben. Aha, interessant. Du willst lieber der Schwierigkeit aus dem Weg gehen und die so loswerden. Aber du musst ja den BBT bezahlen. Wenn er jetzt zu wenig gibt, dann musst du aus deiner eigenen Tasche das leihen. Und das ist auch begrenzt, würde ich mal behaupten. Ich meine, ich weiß ja nicht, aus welchen Verhältnissen du kommst, aber wie lange kannst du so Bücher verteilen? Das heißt, das ist dysfunktional. Damit magst du 1, 2 Mal wegkommen, aber auf lange Frist nicht. Auf lange Dauer nicht. Das ist dann eher frustrierend. Weil das Resultat von Lust bzw. Sinnbefriedigung ist Frust. Das bleibt nicht aus. Du bist dann nicht zufrieden, weil das nicht die richtige hingebungsvolle Haltung ist. Okay, versuch nochmal. Wie kannst du damit noch umgehen? Aha, und mit welcher Motivation? Aha. Und dann, wenn die Leute dir dann sagen, ja, hier, ich habe kein Interesse, behalt dein Buch. Ja, wenn, dann kann man probieren, die Softbücher noch irgendwie dann. Trotzdem den reinzudrücken. Nein, ja. Ich will aber das andere Buch. Ich will ja nicht so ein minderwertiges, ich will jetzt die Bhagavad Gita haben. Du hast mir gesagt, ich kann den mitnehmen für eine Spende und das ist die Spende, die ich dir gebe und dann? Dann kann es sein, dass du die Person auch noch frustrierst. Und das ist noch schlechter. Oder? Moritz, hast du eine Lösung? Wir denken jetzt hier in den Begriffen von Buchverteilern. Sehr gut.
ihn zu beruhigen erstmal. Wie machst du das? Prasadam ist immer gut, aber wenn du jetzt keinen dabei hast. Okay, John? Ja, also, ich bin jetzt auch kein Buchverteiler, aber ich hätte gerade gedacht, im Zusammenhang, vielleicht, wenn man sagt, für eine kleine Spende von so und so viel Euro könnte ich Ihnen das Buch, wäre das möglich? Wir haben so Unkosten von 6 Euro für das Buch. Man darf Spende nicht sagen, weil Spenden muss man genehmigen lassen. Und wenn du sagst, kleine Spende, klein bedeutet im Westen der Person vielleicht einen Cent, dann endest du so wieder ab, das funktioniert nicht, das ist dysfunktional. Was? Ich habe gesagt, man kann ja am Anfang einfach sagen, wir geben die raus und wir drucken die selber und haben so Unkosten von 6 Euro ungefähr für die Bieter. Das ist einfach ganz schön lang. Da sind die ja schon halb weggelaufen. Entschuldigung, darf ich etwas hinzufügen? Die sind hier dann die Politik erfahren, sagen, dass normalerweise Leute geben so und so, ungefähr so und so viel, ne? 5, 10 Euro. Ich gebe euch eine Spende. Ja, aber kann ich trotzdem sagen, ich habe nur 30 Cent. Oder? Ja, dann bekommst du vielleicht ein Prospekt oder so ein kleines arabisches Buch, das du nicht lesen kannst. Das funktioniert aber auch. Man kann auch Bücher verteilen, die man nicht lesen kann. In diesen Fällen sage ich dann ganz direkt, wirst du es wirklich lesen? Ne? Ich kann dir zum Beispiel für eine kleine Spende geben, wenn du nicht mehr Geld hast. Wühl mal in den Taschen rum, irgendwo liegt noch bestimmt ein Euro. Also so, man versucht zu inspirieren, oder na, hier ist in der Nähe ein Geldautomat, wir können hier auch hingehen. Normalerweise funktioniert das selten, aber manchmal doch. Ne? Manchmal, ja okay, wir gehen dann zusammen hin, oder? Dann geht der Geld ab, aber das funktioniert selten. Aber trotzdem versuchen sie in verschiedenen Taschen zu gucken und dann finden sich noch ein paar Cent. Vielleicht für ein Euro kann man dann ein Buch verteilen. Aber wenn sie gar nichts haben, verspreche er bitte hoch und heilig, dass du das Buch nehmen willst. Ne? Und dann verspricht er dann, dann gebe ich das an das Buch. Aber ich denke immer dabei, aber ein anderer gibt viel mehr, damit diese Kosten gedeckt werden. Was ist, wenn man verbunden ist mit Krishna? Ja, ja. Ne? Das ist auch wieder wichtig mit der Motivation. Ne? Mache ich jetzt die Buchverteilung, weil ich möchte einfach gepriesen werden, ne? Um des Ruhms willen, ne? Oder um des Lakshmis willen, das geht auch. Man kann auch Buch verteilen, weil man sich versucht damit zu erhalten, dass man nicht arbeiten muss. Ne? Und wie Krishna hier gesagt hat in der Bhagavad Gita, ne? Ohne Sieg oder Niederlage, Gewinn oder Verlust zu betrachten, oder Ruhm oder Schmach, völlig egal, was mit einem selber passiert. Man muss einfach seine Pflicht erfüllen. Und das bedeutet, das ist sehr wesentlich, erstmal zu verstehen, was ist denn überhaupt meine Pflicht? Wie handle ich denn richtig? Das ist eine große Kunst. Und die Krishna auch in der Bhagavad Gita erklärt, wie handelt man, ohne fruchtbringende Resultate zu erzeugen? Akama. Sollen wir dabei denken, wir sind die verteilenden Wissen. Und Wissen darf man nicht verkaufen. Man gibt das. Das für eine Spende dann, ja. Im Grunde genommen ist es für eine Spende, aber wir dürfen das nicht sagen. Also es hat eine äußere Form auch. Man sollte nicht sagen für eine kleine Spende, einfach für eine Spende. Nein, Spende darf man überhaupt nicht sagen. Das haben wir gelernt. Spende darf man nicht sagen, nein. Doch, nein, darf man nicht sagen. Das habe ich bei Mangal Maya Prabhu in dem Sankirtan-Seminar, ganz oft habe ich das gelernt, 2 oder 3 Mal, wie ich da war, Spende geht überhaupt gar nicht. Weil sie früher vom Ordnungsamt, wenn sie dann kommen und sagen, ja, was machen Sie denn da, ich verteile das für eine Spende, dann können sie einen direkt hucken sozusagen, können sie einen direkt rannehmen. Weil das geht nicht. Spenden muss man irgendwie Erlaubnis haben oder irgendwie so eine Quittung geben oder irgendwas, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber das darf man nicht sagen. Sondern wir sollen sagen, für einen Unkostenbeitrag oder Obolus kann man zum Beispiel sagen. Das bedeutet, die Leute, die können geben, was sie wollen. Wenn man den Leuten sagt, sie können geben, was sie wollen, aber Spende darf man nicht sagen. Spende ist ein No-Go-Wort in Buchverteilung. Spende geht gar nicht. Frag mal Maneda Prabhu. Der kann dir da bestimmt auch gute Geschichten erzählen. Ja, er erzählt viele Geschichten. Wirklich, das ist, da muss man sehr darauf achten, ja, dass man Spende nicht sagt. Kann man sagen, aber nicht für klein. Nein, für einen Unkostenbeitrag. Ja, aber klein sagt man, weil ne, entweder hat man noch keine Wertschätzung für die Bücher oder man hat vielleicht noch nicht so viel Vertrauen, ne, oder man hat vielleicht auch Anhaftung, jetzt viele Bücher zu verteilen und man hat vielleicht die Erfahrung gesammelt, dass wenn die Leute dann
nur wenig geben, dann kann man mehr kleine Bücher verteilen oder so. Normalerweise in der Buchverteilung ist es auch so, oder zumindest war das eine ganze Zeit so, dass die Bücher unterschiedliche Punkte wert sind. Ne? Zum Beispiel so ein kleines Buch ist nur einen halben Punkt, Bhagavad Gita oder ein hartes Buch ist ein Punkt, oder dann gibt es auch welche mit anderthalb Punkten, ich weiß nicht, vielleicht gibt Bhagavad Gita auch dazu, so Maha-Books. Ne? Ja, und manche Leute, die konzentrieren sich darauf, nur Maha-Big-Books zu verteilen. Ne? Zum Beispiel Paramatma Krishna Prabhu, ne? Verteilen einfach Bhagavad Gita ist und alles Mögliche, ne? Haut die einfach raus. Ne? Wahnsinn, das funktioniert auch. Aber warum? Weil die richtige Einstellung da ist. Die Devotees wissen, wie sie handeln sollen. Und auf der Buchverteilung, da kannst du das gut lernen, eben losgelöst zu werden von dieser Erwartungshaltung. Ich möchte jetzt viele Bücher verteilen. Ich möchte die Bücher verteilen. Ich verteile die überhaupt gar nicht. Ne? Wenn, dann ist es die Barmherzigkeit von Guru und Krishna. Ne? Und dass die Bücher überhaupt rausgehen. Und auch, was die Leute angeben. Wenn man Vertrauen hat, okay, und man spürt, man ist in Verbindung mit der Überseele, wie Ekayani so schön gesagt hat, da kann man so spüren, okay, ja, liest du denn das Buch wenigstens? Ja, ja, ich lese das auf jeden Fall, ich komme auch vorbei. Ob sie das dann machen oder nicht, gut, das bleibt ihnen überlassen, aber man selber hat auf jeden Fall richtig gehandelt, weil das Wesentliche ist, das Wissen weiterzugeben. Ob man jetzt dafür einen Cent kriegt oder eine Million. Und dann gleicht sich das wieder aus hinterher, dass man, weil man eben verbunden ist mit der Überseele. Wenn man dann aber das, wenn man das nicht ausgleicht, sozusagen, das Lakshmi ist hinterher nicht das Gleiche, kann man sich auch fragen, oh, bin ich vielleicht irgendwie angehaftet gewesen? Die Buchverteilung ist ein sehr interessantes, zweischneidiges Schwert zum Loslösung lernen, oder? Ja, das ist total losgelöst. Ja, total. Ansonsten. Denkst du nur daran, wo kann ich mehr? Wenn nicht, wer kann welchen Trick, was sage ich Ihnen jetzt als nächstes? Und dann hält man sich wieder für den Handelnden. Prakrite Kriyamanani, Gunai Kamani Savasha, Ahankara, Vimuta Atma, schon wieder Vimuta, Kataha Mitimanati. Dann hält man sich als törichter Schurke selbst für den Handelnden schon wieder. Aber eigentlich sind das die Erscheinungsweisen, die handeln. Ne? Ja, das ist sehr interessant. Okay, wollt ihr diese Diskussion noch weiter fortführen? Weil jetzt haben wir schon kurz vor neun. Vielleicht kann ich diese Klasse mal aufheben für ein Sonntagsfest oder so. Das hat mich so inspiriert, diese vorzulesen. Ein Kapitel weiter. Vielleicht habe ich ja Glück und komme nochmal zu diesem gleichen Vers. Wahnsinn. Weil es geht auch darum, wie die Halbgötter unzufrieden sind auf den himmlischen Planeten. Und dann sagen sie, ja, die Geburt als Mensch im Bharadvasha ist so viel besser, ne? Weil dann kann man sich jetzt schon im himmelsvollen Dienst beschäftigen. Und die sozusagen verdammen sich selbst, ne, die bedauern, ne, die Regret sozusagen, dass sie so angehaftet waren an polierte Sinnesbefriedigung oder an noch mehr Genuss sozusagen, ne, Reichtum, mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein sozialer Status, meine Position, was weiß ich, mein PhD oder was auch immer. Und dann im Moment, im Augenblick des Todes, Krishna vergessen haben. Das bedauern sie. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dieses Bedauern zu haben, ne? Weil, wie ist das Tier in die Wüste rennt? Das Tier, das kann jetzt nicht nachdenken oder so, sondern es handelt einfach. Aber die menschliche Lebensform, die ist der eines Tieres und auch Wasserlebewesen, Pflanzen und so weiter, Bäumen, ist sie deutlich überlegen, weil sie kann nämlich reflektieren. Ne? So, jetzt kann man reflektieren auf der Straße, okay, was war jetzt da der Grund? Wenn man aber sich drin zu viel vertieft, dann kann das auch wieder der Geist sein. Besser ist, man richtet seinen Geist, seine Ausrichtung wieder voll auf Krishna, auf Krishnas Lotusfüße. Ne? Und dann, wie Lakshmi Devi hier sagt, in Srimad Bhagavatam, ne, wenn jemand ohne Unterbrechung, ne, über die Lotusfüße des Herrn meditiert, dann gibt sie ihm allen möglichen spirituellen Reichtum. Spirituellen Reichtum. Das bedeutet auch, viele Erkenntnisse, ne? Verwirklichung, Weisheit. Früher, die Heiligen wurden auch Seher genannt, ne? Weil die konnten auch die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sehen. Die können genau sehen, was ist jetzt das Resultat der Handlung? Was kommt dann als Folge in dieser Sequenz sozusagen? Das ist auch ein Reichtum, das ist auch eine Opulenz. Wissen ist Macht. Und erst recht verwirklichtes Wissen, wirkliches Wissen, Weisheit. Kann man so viel von. Sind so gute Früchte im Grunde genommen, oder?
Gibt es noch Fragen? Den Früchten der Achtung. Das stimmt. Aber im hilfungsvollen Dienst sollen wir auch die barmherzig sein und verteilen. Ich weiß nicht, das war mir hat das mal öfters auch gesagt in der Klasse. Er hat gesagt, wenn wir unsere Erkenntnisse sammeln im hilfungsvollen Dienst, unsere Erfahrung, das ist das wie Juwelen. Ne? Und wenn wir die Juwelen jetzt einsammeln, so wie neulich haben wir hier mit der Lampe gesprochen, weißt du, noch auf der Treppe. Und sie hat gesagt, nein, die Barmherzigkeit soll man nicht teilen, weil sie wollte unbedingt Saft machen für unseren Guru Maharaj. Ne? Anyway, jedenfalls hat dann Satchinanda das bei mir gesagt, okay, das ist wie Juwelen. Und wenn wir diese Juwelen finden, dann sollen wir die auch den anderen zeigen. Wir sollen auch andere daran teilhaben lassen. Ne? Das ist laut den Veden die Pflicht der menschlichen Form. Ständig wohltätig zu sein für andere Lebewesen. Ne? Mit Leib, mit Seele, sogar mit dem Vermögen soll man anderen Gutes tun. Das ist die Bestimmung der menschlichen Lebensform. Laut den Veden. Also einer der wenigen Punkte, sagen wir mal, einer der Wegweiser, wie man da hinkommt ans Ziel des Lebens. So, und dann hat er, als Gegensatz dazu kann man dann sagen, wenn man zum Beispiel ein leckeres Rezept hat, sagen wir mal Chomana Ladus von Singhachalam oder ne, ein Kuchenrezept und man wird ständig so gepriesen für diesen Kuchen und keiner kann diesen Kuchen nachkochen oder irgendwas, ne? Da mag man ein Alleinstellungsmerkmal haben, ne, wie man so in der Geschäftswelt sagt, ne? Kein anderer kann das machen. Aber was passiert, wenn die Person dann irgendwann nicht mehr da ist? Dann steht das Rezept mit der Person, zum Beispiel. Ne? Völlig nutzlos. Ne? Okay, es mag eine Zeit lang Leute erfreut haben, vielleicht hat es auch Krishna erfreut, aber weil man es nicht geteilt hat, dann hat das keine so, dann hat man das nicht langfristig sozusagen zur Verfügung. Besser ist, man teilt diese Juwelen und man kann voneinander lernen. Ne? Satatam kirt sayantumam yatan das jarit havataha namasyantashtamam bhaktya nitya yukta upasate. So ein anderer Vers in der Bhagavad Gita, der erklärt Krishna, dass ständig Lob preisen meine Gottgeweihten mich und sprechen über mich und sie erfahren eine große Freude und Zufriedenstellung, indem sie das tun. Das sollen wir machen. Das ist Krishna bewusster Katha. Nicht, ja, was hast du denn heute alles gemacht? Und dann, ja, ich habe geschlafen und das gedacht. Und was man manchmal so beim Essenstisch oder wenn man so ne, alles Mögliche so mithört, wenn ein Besucher kommt zum Beispiel. Nein, wir sollen auf Krishna uns ausrichten und alles in Verbindung sehen mit Krishna. Aber das geht nur, wenn wir das auch reflektieren. Wenn diese innere Haltung ist, der Demut, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß, und ja, was kann ich jetzt von dem anderen lernen? Welche guten Qualitäten hat der? Wie kann ich dem dienen, dass ich auch vielleicht eine Chance habe, diese Qualitäten zu entwickeln? Ich weiß auch nicht, ich werde einfach hier, ja. Anyway, Hare Krishna, gibt es dazu Fragen oder Kommentare? Anregungen, Ergänzungen vielleicht? Völlig interessante Klasse geworden. Ganz anders, als ich das so vorgehört hatte. Also, ne? Ihr könnt gespannt sein, vielleicht gibt es diesen Schatz hier, dieses Juwel von dieser Klasse zu einer anderen Zeit, wenn wir nicht schon eine Minute oder zwei vor neun haben und dann die Zeit abgelaufen ist. Grandhaut, Shrimad Bhagavatam, Ki Jai, Shrimad Prabhupada, Ki Jai.